Spitzenspiel an diesem Sonntagnachmittag in der Oberliga Westfalen. Der Zweitplatzierte, die TSG Sprockhövel, empfängt den ASC aus Dortmund. Und im Fokus das Duell der beiden Top-Torjäger Nazareno Ciccarelli auf der einen, Maximilian Podel auf der anderen Seite. Und beide sollten sie in den kommenden 90 Minuten Hauptrollen einnehmen. Sprung in die Partie, 5 Minuten rum, die erste Möglichkeit gehört den Gästen, das ist der angesprochene Podel. Mit seinem ersten Abschluss steht aktuell bei 7 Treffern, traf in jedem Ligaspiel für den ASC. Und auf der Gegenseite stellt die TSG die beste Offensive der Liga mit 18 Treffern. Nach 10 Minuten das erste Mal, dann Jasper Stojan artistisch, der Innenverteidiger, nach der Ecke mit vorne dabei gewesen. Wenige Sekunden später die nächste Möglichkeit. Diesmal geht es über die linke Seite. Das ist Christian Antwi-Ajay mit der Hereingabe auf den Kopf von Mick Steffens und 1:0 für den Zweitplatzierten. Der Zwillingsbruder von Christopher Antwi-Ajay, Bundesliga-Profi beim VfL Bochum, leitet den Treffer ein und Steffens hält dann die Rübe hin. Die TSG belohnt sich für eine couragierte Anfangsphase und schnuppert an der Tabellenführung. Dortmund aktuell Tabellensechster mit einem Spiel weniger auf dem Konto, durchaus mit Ambitionen in diese neue Saison gegangen. Dahoud mit dem Abschluss, 10 Minuten nach der Führung. Szene lebt weiter, das ist Münzel per Kopf für Maximilian Podel. 20. der direkte Ausgleich. Die Leistungskurve des ASC geht steil nach oben. Vor 2 Wochen dem Tabellenführer aus Wattenscheid die erste Niederlage zugefügt. Seit 4 Spielen ist man ungeschlagen, auch weil Podel aktuell einfach weiß, wo das Tor steht. Richtig schicke Anfangsphase. 4 Minuten später, das ist Nazareno Ciccarelli ans Aluminium und dann wird's hektisch. Philipp Rosenkranz gegen Levin Dihon. Die gelbe Karte gibt's oben drauf und die Möglichkeit aus 11 Metern für Ciccarelli, die Gastgeber wieder in Führung zu bringen. Nazareno Ciccarelli, gesagt, getan. Und auch der Mann auf der anderen Seite, ein Phänomen. Saisontor Nummer 10 traf in den letzten beiden Spielen 6-fach. Und sorgt heute dafür, dass die TSG Sprockhövel mit der 2:1-Führung in die Pause geht. Sprung in den zweiten Durchgang und der startete mit einem Paukenschlag. Nach 51 Minuten war nämlich Schluss für Mert Şahin. Er sah außerhalb unserer Kamera die rote Karte. Die TSG die kommenden 40 Minuten in Unterzahl. Dortmund mit einem Mann mehr drückte auf den Ausgleich. Das ist der eingewechselte Kallenbach mit der Hereingabe für Podel. 62. der abermalige Ausgleich für Dortmund. Und Gästecoach Antonio Skotsiampasis beweist ein feines Händchen. Sowohl Schmidt als auch Kallenbach kamen zur Pause. Podel hat in der Mitte wieder mal zu viel Platz und stellt auf 2:2. Der ASC in Überzahl, das bessere Team, ohne offensiv allerdings zu überragen und defensiv immer wieder mit Lücken. Feiner Ball in Richtung von Levin Dihon und der ist auf und davon verzögert einen Ticken zu lange und scheitert dann an Jan Held. Schlussphase längst angebrochen, 90 Minuten sind durch. Nochmal die TSG, Antwi-Ajay kurbelt an, nimmt dann Hari mit. Das ist Ciccarelli, Nazareno Ciccarelli, der wird doch nicht! 90. Minute, Ciccarelli mit dem Schuss ins Glück. Und die TSG zum dritten Mal vorne. Saisontor Nummer 11, das Trikot geht fliegen und das hat kurioserweise Konsequenzen. Weil Ciccarelli 3 Minuten vorher die gelbe Karte gesehen hat, logischerweise gibt es damit gelb-rot. Und der ASC in den letzten Sekunden in doppelter Überzahl. Kommando nach vorne, die langen Bälle nochmal rein in den Gastgeberstrafraum. Schmidt über die rechte Seite, das ist Podel, Pfosten, Maximilian Podel und jetzt steht 3:3. Der Wahnsinn in Sprockhövel hat einen Namen, Maximilian Podel mit seinem dritten Treffer am heutigen Nachmittag. Stellt in allerletzter Sekunde auf 3:3. Das mitunter extremste, wahnsinnigste Finish, was die Oberliga dieses Jahr zu bieten hatte und am Ende hat dieses Spiel auch keinen Sieger und keinen Verlierer verdient. Sprockhövel und Dortmund trennen sich 3:3 unentschieden.